heute mal wieder ein Unboxing von einer Küchenmaschine. Und zwar in diesem Mal die Quick Küchenmaschine mit WLAN-Funktion vom Aldi. Wir haben ja bereits die Küchenmaschine, den MCC vom Lidl ausgepackt und heute packen wir die Küchenmaschine vom Aldi aus. Und wer sich dafür interessiert, was diese Küchenmaschine alles kann, was alles dabei ist, der bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro legen wir los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produkttest auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wer sich für Produkttests interessiert, sollte unbedingt diesen Kanal abonnieren, denn ich werde auf diesem Kanal immer wieder weitere Produkte vorstellen, auspacken, testen und so weiter. Ja, heute geht es um die Quick Küchenmaschine mit WLAN-Funktion vom Aldi. Wir haben ja bereits den MCC getestet, die Küchenmaschine vom Lidl. Ich mache damit auch immer wieder Kochvideos auf diesem Kanal. Ich verlinke euch die Küchenmaschine mal. Hier oben, glaube ich, ist das. Da könnt ihr euch das Unboxing mal dazu anschauen. Und ich werde auch einen direkten Vergleich machen zwischen den beiden Küchenmaschinen, die unterschiedlichen Spezifikationen und so weiter darstellen. Und ja, wir werden mal schauen, wie wir den Test dann direkt machen. Aber lasst uns jetzt erstmal diese Küchenmaschine auspacken. Mal schauen, was alles dabei ist. So, natürlich erstmal jede Menge Plastikmüll. Aber gut, dadurch ist es gut verpackt, sicher verpackt. Und es geschieht kein Schaden während des Transports. Ich hebe solchen Plastikmüll ja immer auf. Solltet ihr auch machen, wenn ihr was verschickt. Könnt ihr es auch super verschicken, könnt es wieder verpacken und ja, müsst diesen Plastikmüll nicht entsorgen. Ja, hier habt ihr erstmal, wie gehört denn das? Ah, das gehört hier drauf, ja. Also diesen Gartopf, also diesen Garaufsatz, den kleinen flachen Garaufsatz und den großen Garaufsatz und einen passenden Glassichtdeckel dazu mit verschiedenen Löchern an der Ecke. Ja, das ist ungefähr ähnlich wie bei dem MCC von Lidl, aber wie gesagt, das werden wir alles nochmal separat ausprobieren bzw. vergleichen. Ja, ich habe euch, wer sich schon mal für diese Küchenmaschine interessiert, ich verlinke sie euch unten mal. Da könnt ihr auch schon mal reinschauen, könnt euch nochmal weitere Spezifikationen, technische Daten und alles Mögliche besorgen. Ja, das ist der Behälter. Er kommt mir ein bisschen kleiner vor als der vom Lidl. Aber was ich jetzt schon sehe, ist, ja, ist auf jeden Fall kleiner. Er hat einen ähnlichen Deckel, auch mit abnehmbaren Messbehälter. Aber was mich schon begeistert, was mir beim Lidl-Produkt nicht so gut gefällt, er hat einen Griff, wo man ihn besser ausschütten kann. Das ist beim Lidl-Gerät ja nicht so, den muss man ja auf beiden Seiten heben, aber die Füllmenge ist geringer. Dann haben wir hier einen Einsatz, einen Siebeinsatz, welchen wir hier einsetzen können. Lassen wir erstmal drin. Wir haben auch ein Messer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn ich euch das so hinhalte. Ja, das stellt scharf. Ein Vierfachmesser, welches knapp über dem Boden schneidet. Wir haben hier unten auch einen Schnellverschluss sowie die Kontakte. Ja, auch dieser Verschluss hier ist ähnlich wie beim MCC, aber ihr habt zusätzlich noch den Griff, also ihr kriegt, doch, es geht auf. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Gerät dann verkantet oder wie nennt man das,
eingerastet ist, ob ihr dann den Griff trotzdem drücken könnt. Das müssen wir dann alles im Praxistest ausprobieren. Ich mache euch auch noch ein Video dazu, wo ich euch das Einrichten erkläre, damit ihr das Gerät optimal einrichten könnt. Wir haben eine Bedienungsanleitung für die Küchenmaschine in Deutsch. Wir haben ein weiteres Heft, ja, mit verschiedenen Rezepten, und wir haben Anleitung für die Bedienung der Küchenmaschine und für die App nochmal eine Anleitung. Also insgesamt 3 Anleitungen für die App, für die Küchenmaschine und für die Rezepte. Ja, dann haben wir ein Stromkabel, welches wir abnehmen können. Das geht beim Lidl-Gerät nicht, und haben hier den Schaumbesen. Das ist eigentlich der gleiche. So, und jetzt kommen wir zum Hauptgerät. So, und nachdem wir das raus haben, können wir die Kiste auch auf den Boden stellen. Und ich kann euch gleich sagen, das Hauptgerät ist auch sehr schwer, was hier nicht von Vorteil ist, denn somit hat das Gerät einen guten Stand auf dem Tisch. Die Geräte sind ja immer sofort ausverkauft. Wenn es diese bei Aldi oder bei Lidl gibt, sind die Küchenmaschinen, also diese Kochküchenmaschinen, immer sofort ausverkauft. Da muss man echt Glück haben, dass man so ein Gerät bekommt. Denn der große Bruder, der Thermomix von Vorwerk, kostet ja einiges mehr. Also diese Küchenmaschine kostet, glaube ich, bei Aldi um die 200 Euro. Der MCC von Lidl kostet um die 300 Euro. Und der Thermomix vom Vorwerk kostet, ich glaube, um die 1200 Euro. Ich verlinke euch das alles unten mal, könnt ihr mal reinschauen. Also das sind schon Riesenpreisunterschiede, und von daher ist, ja, sind diese natürlich auch immer sofort ausverkauft. Ja, was ich merke, also er hat auch Saugfüße, was natürlich toll ist. Dadurch steht er wirklich unten super auf. Ja, ansonsten habt ihr hier oben eine Waage, die ist separat bis 5 Kilo. Ist natürlich immer praktisch, wenn man sowas hat. Hier ist der Aufsatz, wo ihr euren Kochtopf einsetzt. Und dann habt ihr hier unten noch die jeweiligen Bedienknöpfe und das Display. Da zeige ich euch das Display mal ein bisschen mehr aus der Nähe. Also ihr habt hier einen Knopf, da steht Marmelade, einen Knopf, da steht Dampfgaren, dann Suppe und Kneten. So, dann habt ihr hier die Waage, euer WLAN, den Linkslauf und eine Turbo-Taste. Und dann habt ihr hier noch 3 Regler, die ohne Anschlag sind, also mit leichtem. Ja, also man merkt, dass sie stufenlos verstellt werden, aber sie haben so ein leichtes Klicken, also dass man merkt, wie viel man die Regler verdreht, und habt hier eure Power-Taste. Der eine Regler ist für die Drehstärke des Messers, der nächste Regler ist für die Temperatur und der dritte Regler ist für die Zeit. Also im Prinzip ähnlich wie beim MCC, nur dass es dort digital ist. Ja, und ein großer On- und Off-Button. Und jetzt schalten wir noch mal kurz an, schauen uns das Display an. Dazu müssen wir das Gerät natürlich mit dem Strom verbinden. Wir haben hier auf der Rückseite einen Kaltgeräte-Stromanschluss sowie eine zusätzliche Power-Taste. Ja, hier hinten haben wir ein Gitter. Ich denke, dass hier die Luft entweichen kann, also dass hier ein Ventilator eingebaut ist. So, ich hoffe, ihr könnt das Display jetzt recht gut erkennen, aber ansonsten stelle ich es auch noch mal vor, wenn ich ein Video mache über die Funktionen und so weiter. Ja,
der hier oberste Zahl, hier steht 00 und das Ganze können wir bis auf 10 hochdrehen. Das ist die Geschwindigkeit, in der sich das Messer dreht und es piept jedes Mal, wenn ich eine Stufe das verstelle. Ich denke, das kann man auch ausmachen, denn das finde ich zum Beispiel ein bisschen nervig. Ja, dann habt ihr hier die Temperatur 30, 35, 40. Also diese geht in 5 Grad Schritten und geht bis 120 Grad nach oben. So, und dann haben wir hier unten noch die Zeit. Das ist in Minutenschritten, wie ihr sehen könnt. Und das nicht nur in Minuten, sondern ihr könnt hier sogar, ja selbstverständlich, in Sekunden, also von einer Sekunde bis 59 Minuten das Ganze nach oben drehen. Ja, das war es jetzt erstmal dazu. Ah ne, Moment, wir testen mal noch die Waage aus, in welchen Schritten das diese funktioniert. So, und dazu drücken wir mal auf Waage. Und ja, wir müssen sie wahrscheinlich nullen erstmal. So, jetzt haben wir, wenn wir nochmal drauf drücken, nullen wir sie und legen mal hier ein Messer drauf. Und sie zeigt nun 21 Gramm an. Jetzt 19, 20, 20, aha, 21. Also sie ist jetzt nicht so 100%, muss ich sagen. Aber gut, 1 Gramm hin und her, 20 Gramm, 20 Gramm, ja. Aber sie misst auch in 1 Gramm Schritten, was, soweit ich mich erinnern kann, der MCC nicht macht. Der misst in 5 Gramm Schritten und diese Waage dort ist auch leicht verzögert, wobei das hier recht schnell geht. Also ich glaube, diese Waage hier ist besser als die im MCC. So, das war es jetzt erstmal zum Unboxing der Quick Küchenmaschine. So, dann gebe ich euch noch ein paar technische Daten, die hier auf der Verpackung draufstehen. Leistungsstarke 1200 Watt, Motor ca. 800 Watt, doppelte Sicherheitsverriegelung, dadurch kann das Gerät nur bei korrekt aufgesetzten Behälter und Deckel in Betrieb genommen werden. Mixbehälter mit einer Kapazität von 2,2 Litern. Ja, und ich glaube, der von MCC hat 3 Liter und leicht entnehmbarer Klingeneinsatz für einfache Reinigung. Funktionen, WLAN-Funktion, Gerät per App über Smartphone, Tablet bedienbar, App mit 150 Rezepten. Für die 100 hinterlegten Rezepte sind alle nötigen Einstellungen vorprogrammiert. Die Zubereitungsabfolge kann Schritt für Schritt über das Mobilgerät abgearbeitet werden. Die Eingabe individueller Einstellungen als auch das Einstellen einiger Rezepte ist ebenso über die App möglich. 11 Geschwindigkeitsstufen im Rechtslauf inklusive Rührstufe für schonende Zubereitung. Linkslauf 3 Geschwindigkeitsstufen für noch individuellere Zubereitungsmöglichkeiten, zum Beispiel Rühren, Kneten etc. Turbofunktion, zuschaltbare Heizfunktionen ca. 30 Grad bis ca. 120 Grad, inklusive vorinstallierte Programme für Dampfgaren, Marmelade, Kneten und Suppen. Zeitregler 1 Sekunde bis 99 Minuten, integrierte Küchenwaage mit einer Wiegebereich von 1 Gramm bis 5000 Gramm, beleuchtetes Display zeigt Temperatur, Geschwindigkeit, Zeit, Gewicht und vieles mehr. Gehäuseabmessungen ca. 45 x 24 x 34,6 cm. Rutschhemmende Gummifüße für sicheren Stand, Kabellänge ca. 1,30 m. Ja gut, ich sag mal, die Kabellänge hätte man wirklich ein bisschen länger machen können, aber gut, damit kann man auch noch leben. Ja, das war es jetzt erstmal zum Unboxing dieser Küchenmaschine. Wie gesagt, ich werde mit euch die WLAN-Funktion noch einrichten. Ich werde mit euch mit dieser Küchenmaschine natürlich kochen. Ich werde einen Direktvergleich machen mit dem MCC und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann lasst ein kostenloses Abo da, lasst bitte auch ein Like für dieses Video da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin oder schau dir weitere Videos von mir an, die ich hier
überall noch eingefügt habe. Ciao!